Wer kennt denn die ganzen Folgen noch? Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folgen gingen. Dadurch, dass er auch mal ein Offline, also ja, im Off gespielt, also weil ich einfach nie nochmal vorwärts kam mehr beim Springreiten, hat dann so gesagt, so, okay, wir sehen uns dann halt eben wieder, wenn ich dieses hier endlich mal geschafft habe, das Turnier. Und wollte natürlich aber immer wieder dieses Turnier nur spielen, habe das Pferd natürlich dadurch total vernachlässigt, gar nicht mehr geputzt, Boxen auch nicht mehr sauber gemacht. Pferd wurde eigentlich immer kränker, ich immer aggressiver, weil ich das dann nicht mehr schaffen wollte. Und auf einmal kam der Tag und auf einmal stand da wirklich als Nachricht, dein Pferd ist gestorben. Du hast dich zu wenig um das Pferd dich gekümmert. Und ich stand da und habe so gedacht, so, das ist jetzt echt doof. Ja, Katie, dann geh doch ins Bett. Ich meine, du hast ja so lange durchgehalten, das muss man dir hoch ansehen. Ja. Ist überhaupt nie nicht mehr schlimm, Katie. Wenn man müde ist, ist man müde. Ich meine, dagegen kann man denn nichts tun. Ich bin dir überhaupt nie nicht mehr böse. Ich fand das einfach wirklich nur toll, dass du überhaupt da warst. Ja, also Kopf hoch. Geh ins Bett. Sollen wir vielleicht noch ein Schlaflied singen? La, li, lu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleine Katie schläft. Oh, was? Ich bin überhaupt kein Monster. Weißt du, da will man nur nett sein. Nee, es war doch schön. Siehst du das? Das wollte ich nur. Es war alles so geplant. Ach, ist das lustig hier. So, die Zeit ist gleich um. Gleich beginnt ein neuer Tag. Ja, ich habe wirklich ein armes Pferd umgebracht, das stimmt. Und das tut mir heute noch leid. So, Betreuung. Achso, nee, erstmal hier Gewicht. Oh, 551 Kilogramm. Es nimmt immer noch ein bisschen ab, das ist gut. Betreuung 4, Springen 4, Ausdauer 4, Geschwindigkeit 4, Vertrauensentwicklung 5. Besondere Vorkommnisse keine, außer dass ich das Pferd verletzt habe. Belohnung 230 Credits. Schön. So Leute, ich werde noch mal eine kurze Pause machen. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, okay? So, da bin ich wieder. Ja, Entschuldigung, da machen wir keine Pause mehr. Das kommt, glaube ich, weil ich immer hin und her schalte. Das kann natürlich sein, durch Warten und Spiel. Ich glaube, damit kommt er nicht so super klar. Hoffe, dass er sich gleich wieder fängt. Guck mal, ich mache pünktlich um 21.36 Uhr weiter. Ist das nicht schön? Schönheitswettbewerb. Putzen. Was fehlt denn noch? Die Hufen und nochmal das Fell. Okay, Hufen und Fell. Das kriege ich hin. Hufen und Fell. Achso, oh, Pferd reinholen. Ja, die Hintergrundmusik, die ist leider, also bei der Wartemusik halt eben vom Spiel. Weil OBS wollte heute irgendwie keine andere Musik mit reinspielen beim Wartebild irgendwie, ich weiß auch nicht. Das nervt mich einfach, wenn die Technik nicht immer das macht, was ich will.
Okay, so, den nächsten Hof. Okay, so, und jetzt noch mal schnell das Fell. Kannst du das Beinchen wieder abstempeln? So, vielleicht sollte ich jetzt auch noch mal füttern, was? Gut gemacht. Okay, du kriegst gleich noch mal schnell ein bisschen was. Ah, dieses Pferd. So, ja, das passt schon. So, geh mal weg da, Pferdchen. Dann kriegst du hier nochmal Weidegras. Hui. Guck mal. Du hast sicher Hunger. Was? Achso, ich wollte schon sagen, warum bringt denn das noch nicht mal was? Ah nee, erstmal hier Schmuck anlegen. Achso, ich habe ja noch nicht mal was Rotes. Komm, wir machen mal dieses Mal hier grün. Grün. Ah, ich habe nur eine gelbe. Ach, das ist ja ärgerlich. Ne, okay, ich nehm blau. Davon habe ich ein bisschen mehr. Ich habe zwar nur eine blaue Schleife, aber dafür drei rote. Und blau und rot, das passt schon. Ach nee, ich brauch doch eh hier gar so nichts schön anlegen. Wie du ist kein anderes Pferd. So, du, ich mach das mal heute ein bisschen anders. Hallo. Du siehst toll aus. Und zwei Schleifen nur dieses Mal wow, im Schweif. Wow, das steht dir so gut. Naja. Ja, ich fütter kein Heu. Es kriegt nur Weidegras. Ich weiß auch ganz genau, warum ich überhaupt denn noch Heu habe. Turnierbrücke, bitte. Ja, weil Gerste und alles andere macht wieder so dick und dieses Pferd muss wirklich ein bisschen abspecken. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit für einen kleinen Ausflug. Es ist einfach wirklich so schwer. Auch wenn man mir das wahrscheinlich nicht glauben mag. So. Bin mal gespannt, was wir jetzt denn bekommen. Oh nein! Ich bin ja noch... Oh, ich bin ja noch nicht mal hübsch angezogen. Toll. Naja. Geh ja irgendwann in den Lumpen. Es geht ja nur ums Pferd, Gott sei Dank. Oder? Oder werten die mich auch? Nee, ne? Ich hoffe mal nicht. Ah, Fitness hätte auch mal besser sein können bei dir, Pferdchen. Hätte ich doch noch ein bisschen rumlaufen sollen. Was? Echt, nur 52%? Nur weil ich keine Gamaschen angezogen habe? Das hat doch eh noch seine Bandagen um. Oh Mann, ey. Eine tolle Leistung. Oh. Der Schönheitswettbewerb ist zu Ende. Du hast mit 73,8 Punkten Platz 1 belegt. Dafür erhältst du eine Urkunde. Ja, Freistall, 100 Credits, weiße Blume, Fellglanz, Luxusbürste. Juhu, wir müssen shoppen gehen. Das macht eine Frau stolz, wenn sie shoppen gehen darf. Ich glaube, das habe ich irgendwie schon mal gesagt, oder? Das wird irgendwie langweilig. Ich brauche einen neuen Spruch.